herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen euch heute mit auf die Equitana Open Air. Und wir sitzen gerade schon im Auto, die Tina filmt gerade. Und ja, wie gesagt, heute geht es nach Neuss auf die Equitana Open Air. Wir haben jetzt 8.10 Uhr und haben gut 4 Stunden Fahrt vor uns. Und ja, ich bin mal gespannt, was so auf der Equitana so alles zu sehen gibt. Ich war ja das letzte Mal schon da auf dem Open Air. Und ja, wir nehmen euch mal mit und wünschen euch viel Spaß beim Video. Hallo. Hallo. Ich kann gerade nicht gucken, weil wir fahren Autobahn. Yay. So nice. Hallo. Frühstück. Ja, haben wir jetzt, oder? Ja, gleich. Wir melden uns wieder, wenn wir etwas essen. Ja! Hunger. Ich hab Hunger, aber ich will frühstücken. Schau ein Pony. Schau, Leute. Wir haben einen McDonald's gefunden. Ja, und jetzt müssen wir da nur noch irgendwie hin. Ja, jetzt müssen wir nur hinfinden. Hello. Hallo. Wir waren gerade essen bei McDonald's. Frühstücken. Ja, frühstücken. Frühstücken ist doch auch Essen. Und ja, wir sind jetzt schon wieder auf der Autobahn. Und die Baustelle ist rum. Yay. Hallo. Hallo, wir stehen im Stau und wir haben gerade erfahren, es sind 10 Kilometer. Geil, gell? Mhm. Wir haben Leute getroffen da vorne. Die fahren auch 10 Kilometer. Ja, die hier. Die mit dem roten Auto. Who knows? Mädchen für Deutschland. Wir möchten Ihnen heute ein wenig über Bell Race, Pole Landing, dieses schwierige Team erzählen. Zum Bild auf rechts und links auf den Pony! Einmal rechts und einmal links beim Aufsteigen. Voll niedlich! Zum Bild auf rechts und links auf den Pony! Mal nochmal auf den kleinen Weißen hier, den würde ich natürlich nicht geben. Aber Sie sehen, die sind alles gewohnt und ein Checker-Pony ist nicht weniger wert wie ein Reitpony, bloß weil es kleiner ist. Super, Sophie und Bea mit Halsring. Wir durften ja auch eben beim Showcup schon unser Können zeigen, aber das machen Sie mal zu Hause nach, bitte, ja? Tilio Tiny Two für euch mit einem 16 Jahre alten Quarter Horse Hengst. Das heißt, ich nehme die Zügel in eine Hand. Der rechte Zügel geht jetzt an den Pferdehals und das Pferd läuft nach links rum raus. Wenn ich dem Tiny jetzt sage, wir wollen mal ein bisschen in Stellung bleiben, das heißt, ich nehme die innere Hand höher, mache das linke Bein ein bisschen dran, dann gibt er schön nach innen nach. Bei einem jungen Pferd fängt man erstmal langsam an. Auch hier soll der Tiny schön nachgeben, den Kopf nach unten nehmen, willig nachgeben. Ich brauche dafür keinen Spor, ich kann das auch alles so erarbeiten. Die Sporen nehme ich bei einem jungen Pferd erst sehr spät dazu, wenn ich sie überhaupt brauche. Das heißt, er geht einfach locker vorwärts runter. Yeah. Ey, das ist das Lied von dem Budweiser da, von diesen Ponys da. Von den. Hey, der erinnert mich an die Masala. Warum auch immer. Bekommen wir alle davon zu verhältnis virtuellen Welt im Fall für und am Flüssen entlang zu reisen mit den Partnerpferden. Durch tiefe Wälder, irgendwo im Wald Pause machen, kurz meine zwei- und vierbeinigen Teammitglieder mir vorstellen. Die wichtigsten Teammitglieder natürlich zuerst unsere Pferde. Wir haben hier drei Dinge, die alle stehen und
Lieblingsmasse. Wir haben darunter unter Mond 25 irische Imker für Wanderritte als Gästpferde, die wir euch gerne für Trails zur Verfügung stellen. Noch ein Euro mit dem Bart. Ihr Applaus für Monja Hoffmann und Turbo Booster Wiz. Janine Virginia Küster, sie reitet den 7-jährigen Painthouse Wallach Zau Smoking Gun. Yeah.
Mit der Startnummer 143 in der Bahn ist es nun Michelle Bartscherer. Sie reitet Cosmo, einen 15 Jahre alten, western gerittenen Waller. Und Sie, liebe Zuschauer, noch einmal um einen kräftigen Applaus für Monja und Julie. Ja, liebe Zuschauer, mit diesem schönen Schlussbild beschließen wir den heutigen Turniertag. Wir sind jetzt wieder unterwegs auf der Autobahn und zwar Richtung unserem Hotel. Und ja, wir haben auf der Messe versucht einiges zu filmen. Leider konnten wir nicht filmen, indem wir rumgelaufen sind durch die Stände, da das in vielen Ständen auch nicht gewünscht ist und es einfach ein riesen Gedränge war. Also so viele Menschen auf einem Haufen, das ist ja schon echt anstrengend. Aber wir haben euch ein paar Vorstellungen mitgefilmt, beziehungsweise die Tina hat euch ziemlich viel mitgefilmt auch. Und ja, wir fahren jetzt noch gut 20 Minuten zum Hotel und dann bin ich mal gespannt auf dieses wundervolle Luxuszimmer. Und Shopping. Und wir werden euch noch einen kleinen Shopping-Haul machen. Gleich mal zeigen, was wir so alles eingekauft haben. Yay, so. Nice. Und das Pferdchen ist wieder dabei. Das Pferdchen ist immer dabei. Hallo. Ich mache... Hier ist die da liegen. Und ich gehe zur Tankstelle. Wir sind hier im Hotel in Troisdorf. Und ich hole jetzt bei der Tankstelle Red Bull. Da oben muss die Dalle irgendwo sein. Da oben ist die Dalin. Nice. Ich gehe nicht über den Fußgängerweg, das ist mir zu blöd. Alter, ich scheiß auf den hier Fußgängerweg. Warte. Peinlich! So, also ich habe hier einiges eingekauft. Die Dalin wird sich wundern. Die Dalin ist hier oben in unserem Hotel. Hallo! Yay! So, ich habe jetzt alles eingekauft hier. Und jetzt geht's hoch ins Hotel. Also ich filme jetzt ohne zu sehen, was ich filme. Ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm. Mich kennt hier eh keine Sau, deswegen ist es mir... Oh, da komme ich noch drüber. Ich habe es geschafft. Hä? Jetzt laufe ich genauso bescheuert rum wie du. Was? Wir machen jetzt eine Shopping-Ausbeute, was ich bei der Tankstelle gekauft habe. Und ich bin jetzt gleich da, deswegen muss ich auflegen. Yeah. Nee. Habe ich jetzt aufs Kopf? Nein. Gleich im Zimmer. Yeah.
nice. Ich hasse Treppenstuhl. Ich soll mal nicht wieder treppen müssen. Puh. Die Tür irgendwie aufkriegen. Zimmerservice. Hallo. 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 Hier ist das versprochene Shopping-Ausbeute-Video. Also, ich habe hier eine Chips-Tüte, ne? Also kann ich nur empfehlen, diese Marke. Funny Frisch. Also, ja, das ist jetzt... Qualität hat ihren Preis. Ja, es ist halt sehr lecker, ne? Also, ihr könnt es mal mithören. So. Keine anderen Chips knuspern, so wie diese. Darf ich sagen, dass das in die Outtakes kommt? Und nein, das ist keine Schleichwerbung. Wir werden dafür bezahlt. Das ist Schleichwerbung. Cool. Ja. Hier, Red Bull. Hey, ich habe auch einen Red Bull. Und jetzt, also ich würde Ihnen nur empfehlen, hier bei dem Hotel Balladins oder wie heißt es? Balladins, keine Ahnung. Diese Tankstelle da unten, ne? Die hat ein super Angebot für euch. Wenn ihr zwei Red Bull-Dosen kauft, kostet eine nur 1,99 Euro. Es kommt jetzt eine Roomtour. Eine Roomtour. Hier ist ein Loch und ich gucke gerne durch Löcher. Nice. Hallo! Hallo! Oh, schön, dich zu sehen! Hi! Hi! Oh mein Gott! Die Nachbarn denken sich aber, was für ein Scheiß. So. Hi. Zeig mal, was gibt's hier? Erstmal gibt's hier einen richtig geilen Arsch. Nein, Spaß. Ein Bett. Okay. Was voll cool ist. Was ist denn im Wohnzimmer hier? Das ist ein Wohnzimmer. Hier ist ein Schrank. Ich hab schon eine Roomtour für Honey gemacht. So. Hier ist ein Fenster. Dann ist es hier eine wunderbare Holztür, einfach 1A Qualität, mit messifarbenen Türdriesen. Hey. Ich verstehe immer noch nicht, warum ein Waschbecken draußen ist. Weil drin kein Platz mehr war. Hier ist aber für nichts. Lass den armen Vögel in Ruhe. Ich check nicht, wie der Vögel geht. Okay, dann sind hier Lichtschalter, die kann man ganz einfach betätigen, indem man draufklickt. Hast du nur zwei Red Bull mitgebracht? Ja, für jeden zwei. Hier kann man irgendwas einstellen und ich weiß immer noch nicht was. Dann gehe ich jetzt mal hier duschen mit euch. Live dabei. Hier. Au. Lass mir mal die Tür in den Kopf. Nein, ich gehe den Kopf gegen meine Kniebogen. Ich wollte dagegen. Mir gerade die Badezimmer. Ich mach alles kaputt. Ja, ich hab alles kaputt gemacht. Scheiße. Hier fliegt irgendwo ein halber Chip rum, weil du kaputt gemacht hast. Halber Chip. Hallo. Wir sind jetzt im Hotel. Und in unserem wunderschönen Hotelzimmer hier. Wunderschön. Und wir haben uns gedacht, wir machen so einen kleinen Shopping-Haul, was wir auf der Equitana heute gekauft haben. Viel ist es nicht. Nö. Aber wir zeigen es euch trotzdem mal an. Ja. Okay. Jeder soll ich anfangen? Das tut er nicht. Also, ich fange mal an mit dem Offensichtlichen. Diesen wunderschönen Schal hier, der so schön flauschig ist und so schön dick, den wahrscheinlich voll viele haben, in verschiedensten Varianten. Habe ich mir auch endlich mal gegönnt. Ich fand den schon immer total schön und ja, für 10 Euro kann man den mal mitnehmen. Also ich beginne mal mit dem, was ich nicht gekauft habe, sondern geschenkt bekommen habe, von Louven. Louven, oder? Ein Goodiebag, und zwar gibt es da was für mein Pferd. Das hast du übrigens auch, also ja, das haben wir beide. Das ist hier sowas zu essen, ein von Balios, ein Apfel- und Bananen-Müsli-Zeug, wo man ein gutes Netz hat. Ein Marstall Senior plus das Premium Müsli für Senioren. Ja, das hab ich. Ich habe Senior. Das ist dasselbe, ich habe auch das hier. Und dann noch irgendwelche. Ach ja, hier ist noch.
Dann ist hier noch ein von Stiefel, ein Top Shine Schweifen, mehr so ein Feldspray. So ein kleines Dings. Ziemlich viele Kulis sind auch noch drin. Echt? Also ja, zwei bis jetzt. Zwei Kulis. Und dann noch irgendwelche Zeitschriften. Und Leckerlis sind noch drin. Echt? Ja, okay. Ein kleines Pack Leckerlis. Zeitschriften, das noch zeigt. Hier, genau. Hier Gladiator. Der Gladiator und Riders Partner. Riders Partner. Katalog von 2015, 2016. Was ist hier drin? Futter und so. Irgendwie Futtermittel. Ja. Genau. Und ein wundervolles kleines Pack. Ja. Mit zwei Leckerlis. Hallo. Es gibt noch Kornblumen. Oder Luven. Wer auch immer weiß, wie man das ausspricht. Hast du noch was? Ich hab noch was. Ja, ich hab sogar noch zwei Sachen. Und zwar habe ich mir endlich mal, um nicht immer mit einem zu kurzen Strick oder einer 8 Meter langen Longe Bodenarbeit machen zu müssen, ein Bodenarbeitsseil gegönnt. Mit diesem coolen Verschluss hier, den man so dreht. Und dann geht der auf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So sieht der aus. Und dann kann man das hier so drehen. Und dann ist das fest. Und dann geht das nicht mehr auf. Genau. Der Verschluss ist toll. Und von wo ist der? Der ist von Rockamp, Flecht und Seilerei. Ach, die Kinder. Und ja, genau. Der ist ganz schön in einem wundervollen Blau. Dann habe ich hier noch einen Halfter von, keine Ahnung, wo. Nee, weißt du. Ach, stimmt. Und zwar hat er gekauft. Ein witziges, süßer HKM-Halfter. Ah ja, ein Halfter von HKM. Tina reichert in die Halfter. Das allerletzte Halfter war das. Jetzt. Ja! So ein Halfter plus Warmblut. So ein Western-Halfter. Ein amerikanisches Halfter. Und zwar normal kostet das 26,95 €. Aber weil dieses arme kleine Halfter eine klitzekleine Beschädigung hier hat, habe ich das für 20 Euro bekommen. Und das ist so nice. Ich liebe das Halfter. Yay! So, hast du noch was? Ja, mein Stick. Und zwar habe ich den jetzt noch unten im Auto. Und ich habe mir einen Bodenarbeitsstrick, nein, Stick gekauft. Horseman Chipstick habe ich mir gekauft. Auch in diesem wundervollen Blau wie das hier. Ich denke, jeder weiß, wie sowas aussieht. Wenn nicht, blenden wir euch noch ein Bild an, natürlich. Genau. Genau, ich habe auch dran. Und jetzt habe ich noch etwas. Das war was? Ja. Und zwar eine Bremse. Warte mal. Was machst du, als du deinen Kopf stinkst? Ja, also. Es handelt sich hier um eine richtig geil, weiche, riechende Westernbremse. Ja, sie ist weich und riecht gut, eine Westernbremse. Genau, mit so coolen Beschlägen. Ja, die ist so in Harnessfarben. Für ein Model. Model. Hier, die hat so coole Beschläge und die hat nur 50 Euro gekostet und die ist so schön. Nur Zügel sind mir zu teuer. Ja. Und jetzt eigentlich bin ich kein Fan von V-Stirnbretten, aber. Das sieht voll schön aus. Ja, das sieht nice aus, ne? Ja. Was für mir steht, dann steht es beim Pferd auch. Ja. Nice, okay. Sehr schön. Oh, und ich liebe den Geruch. Okay, und jetzt zum Trost des Abends stoßen wir an. Im Prinzip war's das. Also, was heißt im Prinzip? Okay, das war's. Das war alles, was wir gekauft haben, geshoppt haben, gehandelt haben, Schnäppchen gemacht haben, wie auch immer.